Hi. Hallo. Wir sind schon live, ne? Ja, okay. Willkommen. Kommt ihr mit dem Bild zurück? Wunderschön. Wunderschön. Wenn, falls Audio schwächer wird, dann mache ich unser Video aus, ne? Aber solange es, Okay. ja, dann wirst du dich uns intuitiv vorstellen. Keine Vorstellung. Okay. Die Zeiten sind vorbei mit dem Vorstellen. Der Augenblick ist intensiver als Vorstellung. Ja, das Schöne jetzt auch, ne, mit euch jetzt mit zum Abschluss. Jetzt haben wir viele Aspekte gehört und erfahren und ja, von verschiedenen Seiten beleuchtet und das jetzt nochmal, auch nochmal, wie eben jetzt schon, um mit dir auch nochmal das direkt, ne, zu erfahren und Ja. einzutauchen, was auch immer da ist. Zum Thema Intuition, ja. Ja, es kam mir ganz spontan, die Anfrage. Also, keine Ahnung, der dir kommt. Schauen wir mal. Ja. Wie war denn der Titel Von deinem von dieser Vortrag? Sendung jetzt? Ja. Intuitionskonferenz. Ah, Das mache ich auch immer. Intuitionskonferenz. Wenn ich einen Vortrag halte, frage ich Sabine kurz, wie war mein Titel noch? Aha, okay. Oh, okay. Ah, okay, wir versuchen über etwas zu reden, was unsere Natur ist, ja? Ja, schön. Okay. Wenn unsere Natur spricht, ja. Ja, okay. Also dann ist das so, als wenn wir einen Fingerzeig machen auf etwas. Die Natur will kein Fingerzeig. Naja, wenn wir drüber reden und die Natur nicht ausgedrückt werden kann, dann sind die Worte wie ein Fingerzeig auf etwas, was man nicht ausdrücken Naja, so, ne? Jetzt hast du es verraten, ey. Ich weiß nicht was, aber okay. Was gerade hier ist. Intuition ist die Brücke zum Nichts. Das war gerade ein leichter. Sag nochmal, ist die? Ich mache unser Video aus, weil Audio ist manchmal auskriegt, Aussetzer manchmal. Okay. Die Internetleitung gerade etwas. Okay. Jetzt. Jetzt ist besser. Okay. Gesagt worden. Intuition ist die Brücke zum Nichts oder ins Nichts. Wow. Sie ist unsichtbar.
Manchmal sagen die Menschen, sie können dem Leben nicht vertrauen. Aber das hört sich so an, als ob wir aktiv vertrauen könnten. Und jedes aktive Vertrauen landet irgendwie auch wieder im Misstrauen. Also, was möchte ausgedrückt werden, dass wenn ich sage, ich vertraue, dann gibt es auch die andere Seite, die sagt, ich vertraue nicht. Doch wahres Vertrauen geschieht, auf etwas, was beständig ist. Und was auf jeden Fall beständig ist, ist das, was immer ist. Und das, was immer ist, ist nichts. Oder das, oder Bewusstsein, oder Gott, oder. Und zwischen dem, wenn ich es jetzt sprachlich auseinanderhalte, zwischen dem, was unsichtbar ist, scheinbar unsichtbar und für unsere Augen nicht sichtbar, und dem Sichtbaren, das, was wir sehen und fühlen können und anfassen können, gibt es wie eine unsichtbare Brücke. Doch wenn wir diese unsichtbare Brücke, die wir jetzt mal Intuition nennen, anfangen zu begehen, dann wissen wir gar nichts. Wir haben keine Ahnung. Also es ist wie in ein Schritt vom Niemandsland. Das heißt, das ist wie ein unglaubliches Abenteuer. Du weißt nicht, was dabei herauskommt. Also, wenn ich es in eine andere Sprache packe, dann können wir sagen, wenn wir sozusagen diesen Moment hören, wo wir, was vielleicht auch viele Namen hat, zu sagen, ja, aufs Herz hören oder auf die Intuition, dann ist da niemand, der sagt, ja, hör mal da drauf. Du kriegst von außen keine Bestätigung. Also bist du wie auf dich allein gestellt. Nur du allein kannst herausfinden, ob du was dem zugrunde liegt. Und in dem Moment, wo wir da hineinspringen, einfach ins Nichts hineinspringen, in dieses Nichtwissen, nicht zu wissen, was dabei herauskommt, werden wir überrascht sein, wir werden staunen, wir werden verwundert sein, es wird sich lebendig anfühlen. Und mit jedem Mal, wo wir in dieses Nichts, uns auf dieses Nichts einlassen oder auf das oder auf Gott oder auf die Intuition, darin werden wir so aus heraus Vertrauen entstehen. Also nicht ich bin jemand, der vertraut oder nicht vertraut, sondern wir würden hier sagen, dann merken wir, dass das Leben uns vertraut. Und in dem ist einfach wahres Vertrauen.
Also Intuition mag wie eine Brücke sein, was im Nichts endet. Und dann löst sich auch irgendwie die Intuition auf. Dann wird Intuition, die die Brücke war oder ist, im Nichts zur wahren Quelle. Dann, in dem ist dann mentales Wissen verloren gegangen und es ist die Empfängnis vom wahren Wissen. Das ist doch wow, oder? Ja, so. Oh, wow. Wo kamen denn die Worte her? Keine Ahnung. Wir machen das in der Konferenz mit keine Ahnung. Ja, es gab mal jemand, der gefragt hat, ob keine Ahnung ein gutes Rezept ist. Und da sagten wir dann, naja, Rezepte bekommt man nur, wenn man krank ist, oder? Ich finde, das ist ein schönes Wort, wurde heute schon mal gesagt, keine Ahnung. Ich habe manchmal ein bisschen, ja, Worte sind Worte. Es ist, wenn man sagen würde, keine Ahnen. Weil das Wort Ahnung kommt von Ahnen, ne? Okay. Und wir haben vorhin der Matrix-Familiencode vorgestellt, das heißt, wie ist es, keine Ahnen zu haben? Das heißt, wenn man den Weg geht, werden irgendwann alle Verknüpfungen, alles, was gebunden ist, sich auflösen. Ist dann nichts mehr da. Auch keine Ahnen mehr. Der weglose Weg ist kein Weg. Wenn ich das nehme, was du gerade sagst, sieht, dann lösen sich alle Richtungen auf, mentale Richtungen. Dahin und dahin und dahin und dahin oder zurück oder nach vorne, sondern der weglose Weg ist der Weg, der einfach hier ist und kein Weg ist. Also der weglose Weg ist die Gegenwart oder das Jetzt oder das Hier. Darum haben wir vorhin gesagt, die Worte, die sich zeigen, sind wie nur ein Fingerzeig. Am Ende bleibt nichts. Und solange weißt du, manchmal mag es viele Verführungen geben. Ja, auch im Spirituellen. Ja, wenn wir spirituelle Erfahrungen machen, dann wow, ich kann dies und ich kann das und ich kann hell sehen und ich kann heilen und ich kann mein Karma auflösen und ich kann, was weiß ich. Was willst du wirklich? Und
da finde ich eine Geschichte ganz schön. Geschichten, Es ja. gibt eine Geschichte von einem Schüler und einem Meister, wo der Schüler schon 20 Jahre beim Meister ist. Und der Schüler sagt nach 20 Jahren zum Meister: Weißt du, ich bin immer noch nicht erleuchtet. Ich sitze hier seit 20 Jahren mit dir und ich habe immer noch nicht erreicht. Und der Meister ist still. Und am nächsten Tag treffen sie sich wieder und da sagt der Meister: Weißt du was? Ich kann dir etwas geben. Ich kann dir etwas geben, dass du die Menschen heilen kannst. Du wirst die Menschen von allen Krankheiten heilen und sie werden zu dir strömen, unendlich viele. Und dann sagt der Schüler: Nein, danke. Und da sagt der Meister: Warum? Nein, danke. Du hättest alle Fähigkeiten. Und da sagt er: Ich möchte Gott dienen und nicht den Menschen. Und wenn wir Gott dienen, dann dienen wir allen und nicht. Und dann sind wir frei von der Anerkennung. Ja, vielleicht gelingt es dann, den einen zu heilen und den anderen nicht. Na, hast du ein Problem? Die einen erheben dich und die anderen erniedrigen dich. Ah, sein. Sein hat keine Bedingungen. Können wir euch wieder sehen? Ja. Ja, so schön. Die unsichtbare Brücke zu dir selbst, weißt du? Dass man dir sagen, das ist Intuition. Bitte Unsichtbare Brücke. ja. Es ist wie die Sprache der Seele, so weißt du? Die Sprache der Seele, ja, und wenn. Das ist so. Und dann löst sich alles auf. Dann bist du zu Hause. Warst schon immer zu Hause, aber diese Idee von getrennt zu sein. Ja. Diese unsichtbare Brücke betrittst du nur allein, das kann niemand für dich tun. Habt ihr Fragen dazu oder gibt es Fragen im Chat? Ich weiß gar nicht. Ist bestimmt aktiv jemand dabei, oder? Das ist so jenseits aller Fragen. Na, was willst du, dass für Fragen kommen?
Waren gerade 33, jetzt glaube ich 30. Nee, da gibt es ja keine Fragen. Ah, okay. Am Ende bleibt sowieso nichts. Dann wird es still und alle Fragen versinken in dieser Stille. Normalerweise schreibe ich nichts auf, weil, aber bei dir schreibe ich mir immer Sätze auf. Und dann? Weiß ich nicht. Ah. Ist wie ein zurückgeschnipst sein, so. Nach Hause. Ja, im Grunde Ja, genommen, ich würde ja, es ist wie eine Zwiebel, ne? Ich stelle mal eine Frage und dann wird entzwiebelt. Eine Schale, dann die nächste. Und irgendwie, es ist, denke ich auch, was ich glaube, was viele Zuschauer jetzt auch machen, dass die einfach in die Stille gehen, weil man kommt sowieso dahin, ne? Oder dieses Fühlen von das, was uns, von das, was ist jetzt in der Luft, wenn man das so sagen kann. Aber von mir aus jetzt eine Frage. Ja, was steht in unser Körper geschrieben? Hat das, was wir auch intuitiv sagen, oder die Worte, die von uns kommen, kommen die nur aus dem Nichts? Oder gibt es eine Verknüpfung in irgendeine Form mit der Materie Körper? Das heißt, kommen diese Worte auch aus unser Körper oder nur aus dieser Nix-Ebene? Also jede Idee, dass du etwas tust, Nochmal? nochmal, Nochmal bitte, habe ich nicht. wir haben gesagt, jede Idee, dass du etwas tust, ist verrückt. Ja. Also, und darin fällt dann auch weg die Unterscheidung. Wer spricht denn jetzt? Kommt diese Information aus mir oder aus dem Selbst? Für wen spielt die Rolle? Wir versuchen, Unterscheidungen zu treffen. Ja, kommt es jetzt aus dem Verstand? Oder kommt es von mir oder aus dem Selbst oder aus der Intuition oder vom Herz? Welche Stimme ist jetzt da? Wer kümmert sich darum? Weißt du, es ist doch einfach jetzt so, wie es ist. Du sprichst das, was du gerade sprichst. Und hier spricht gerade das, was hier spricht. Und wir teilen unser Sein. Wir können unser Sein nicht teilen, auch wenn wir es trotzdem teilen, wenn wir glauben, ich mache irgendwas. Dann schwingen wir ja auf einer anderen Frequenz. Doch jetzt muss doch niemand etwas besser wissen. Niemand erhöht sich, niemand erniedrigt sich. Wir sind hier einfach.
Und für hier können wir sagen, wir haben gerade Freude. So. Und das war's. So einfach. Einfach so. Genau so. So. Die hätten wir jetzt auch gern. Aber wir können so machen. Das ist spielerisch sein im Leben. Ja, komisch. Jetzt du. Danke. Bitte. Es geht durch die Leitung, siehst du? Das ist Gott jetzt in seiner vollen Güte. Nur du siehst du das jetzt so, ne? Ach so. Ah. Weil das ist die Kamera nur für dich. Wow, danke. Die Reihenfolge war perfekt heute, ne? Normalerweise haben wir abschließend ein Podium, denke ich, dass viele auf das Podium warten. Was wir machen können, also in das Podium machen wir normalerweise eine Mitteilung, ah, da habe ich das erfahren oder gefühlt oder was wir voneinander, so ist ein Dankbarkeitsritual, was man von den anderen erfahren hat. Aber so in dieser Reihenfolge, es ist einfach immer stiller geworden. Und ich denke, dass einige vielleicht noch da sind. Das heißt, wenn jemand in das Podium möchte oder so, oder Impulse hat, bitte ich in den Chat zu schreiben, weil irgendwie bin ich ganz still geworden, am Ende bleibt nichts. Jenseits von Intuition, Brücke zum Nichts. Jeder hat eine andere und ja, ich habe keine Brille an. Gut. Musst du ablesen. Ja, das, was so bewusst geworden ist, die Stunden, es waren ja viele auch, wenn jetzt Zuschauer, habe ich mich mal reinversetzt, so. Also viele Inputs sozusagen, wo man sagt, oh, jetzt erfahre ich, jetzt lerne ich, wie ich endlich meiner Intuition näher kommen kann oder wie ich da was lernen kann oder wie. Oder. Und es waren sehr verschiedene und man könnte meinen, total konträre, gegensätzliche, wo man sagt, ja, nun habe ich es verstanden beim einen Beitrag und beim nächsten ist jetzt, wird alles wieder über den Haufen geschmissen, wie jetzt? Also, wenn man so das Gesamtbild anschaut, ist die, entweder die Möglichkeit, ich gehe total verwirrt und oder ich schalte ab, oder? Was auch geschehen kann. Am Ende bleibt nichts. Am Ende bleibt nichts. Ich nehme den Input, Output und gehe selber Input. Und dann ist, ja,
Ich denke, was geschehen ist, ist sowieso durch diese vielen Aspekte, dass, ja, dass die Schalen der Zwiebel einige weggegangen sind. Ne? Und das ist gut so. Das hilft der Intuition, das hilft der Stille, das hilft ein bisschen mehr so nach Hause zu kommen, oder? Genau das meine ich. Es ist wie sich darauf eingelassen hat, wie auch immer es geschehen ist, was ein alles wieder zu vergessen, was hier gesagt worden ist und einfach Schnips. Ah, jetzt weiß ich erst recht gar nichts mehr und ach, danke. Ein Stück mehr zu Hause zu fühlen, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie man das sonst noch nennen könnte statt Konferenz, aber vielleicht Ne, ist was man. ich jetzt da, vielleicht, man könnte zu Beginn ein Podium machen. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, diese Reihenfolge ist so perfekt, ne? Ja, die entsteht. Weißt du, das Wunderbare ist, wenn wir Fragen haben, dann steckt ja hinter jeder Frage etwas. Und wenn die Fragen ihren Raum bekommen, dann geht es gar nicht wirklich um die Antwort. Auch wenn es so erscheint. Und dann, wenn sich die Fragen für einen Moment erschöpft haben, dann entsteht Stille. Und dafür waren die Fragen gut. So dieser intellektuelle Futter. Und dann verstehen wir was, aha, ja das und aha. Und dann sagen wir, nie, jetzt Gegenteil. Ja, weil ich im Moment benutzen wir das Wort relativ neu statt Verstand oder Ego oder Mind, Zweiheitsbewusstsein. Ja, und in diesem Zweiheitsbewusstsein, da gibt es immer eine Einteilung. Und dann scheint nur eine Seite richtig zu sein und die andere Seite nicht. Aber wenn sich das sich selbst erschöpft und keine Einordnung mehr stattfinden kann, dann wird es still. Und es ist ein Genuss, diese Stille. Okay, dann eben, für mich ist es rund, hat niemand geschrieben wegen Podium. Also ich freue mich Ah, auch, okay. mich zurückzuziehen, weil ich hatte gefragt, wenn jemand das Podium möchte, ich bin jetzt still, ich habe jetzt nicht ja, Energie fürs Podium. Und was möglich wäre natürlich, dass das jemand anderen macht. Ich kann verbinden, also hier eine Gruppe, aber glaube ich nicht, weil die Zuschauer sind sehr schlau, die sind gleich in die Stille gegangen. Jo. Okay. Dann, Dann. Danke. Dankeschön, Sala. Vielen Dank. Und dann alle, die dabei waren. Danke.
Vielleicht gebe ich noch die Information an alle, Sarla, kurz. Ja. Ich habe eine Playlist gemacht, drei, vier Videos sind schon drin. Es ist für mich wichtig, dass die Referenten auch diesen Link auch weitergeben, wo alle Videos drin sind, damit man auch das ganze Kunstwerk sieht. Ne? Also nicht nur, dass man das eigene gibt, aber dass man auch den Hinweis gibt, dass es im Rahmen von wunderbare und eben, ich habe schon eine Playlist gemacht und in die Seite von heute sind schon drei, vier Videos drin, ne? Habe ich schon hochgeladen. Ne? Das Okay. ist meine Einladung für alle. Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke. Bye. Ciao. Bis dann gleich. Tschüss. Schönen Abend. Ja, Johannes, denke ich, ist es für dich auch okay? Oder hast du noch etwas? Wenn jemand etwas mitteilen möchte, gerne, sage es jetzt. Oder schweige für immer. Gut, jetzt ist es gut gelaufen. Zu Beginn manchmal sind die Knoten, Livestream hängt in Düsseldorf oder was weiß ich was. Deswegen haben wir die Qualität jetzt nicht auf HD gestellt, eine niedrige, aber wir werden alles nachladen. Diese Stille passt. Dankeschön an alle. Vielen Dank nochmal an Sarla, an Maria Anna Groß, an Sabine Liuzzi, an Johannes Schlederer, an Gaia, an Raik Fischer für dieses Reichtum, was uns gegeben wurde. Und danke an Dankeschön. Jeet. Und danke an Jeet. Und jetzt startet die Wiederholung. Wie gesagt, hier ist schon eine Playlist. Wenn jemand das schon die einzelnen Videos sehen möchte, die sind zum Teil schon hier. Und bitte gibt diese Seite bekannt. Und natürlich die Seite, wo unsere alle anderen Intuitionskonferenzen auch drin sind. Und weil da sind jetzt, ich denke, 20, 30 Referenten oder sowas, ne? Also hier ist die Seite, wo die anderen Intuitionskonferenzen sind. Und jetzt diese Aufzeichnung, habe ich das nicht gestoppt. Es wird alles geschnitten und wird alles am Stück laufen. Ne? Und wird danach geschnitten. Dankeschön. Tschüss. Und die Wiederholung startet jetzt Raik Fischer und dann Gaia und dann mal gucken, was ich jetzt noch hochladen kann. Bis morgen. Ciao. Erstmal kommt ein Lied.